Rugby oder Fußball? Würdet ihr als Trainer einer Rugby-Mannschaft Fußballtraining geben? Würdet ihr sagen, Rugby-Training ist so brutal, das gibt nur blaue Flecken, lasst uns Fußballtraining machen? Würdet ihr eurer Mannschaft das antun wollen? Sie unvorbereitet zur Rugby-Weltmeisterschaft schicken? Nein? Warum wollt ihr dann euren Mitbürgern so etwas antun? Der Sozialstaat tut genau das. Er ist nicht ehrlich zu den Menschen und schont sie an der falschen Stelle. Die Menschen lernen die falschen Lektionen. Und wenn sie dann vom Leben gefault werden, trifft es sie umso härter. Ich finde, man sollte ehrlich zu den Menschen sein und sagen, Fouls gehören dazu. Bereitet euch darauf vor, gefoult zu werden und lernt, wie man richtig foult. Ja, wir leben in einer Ellenbogengesellschaft. Lernt damit umzugehen. Das wäre ehrlich. Man kann ein Fußballspiel auf zwei Weisen gestalten. Entweder wir nehmen alle Regeln raus, dann haben wir Rugby. Das ist das ehrliche, knallharte Spiel mit Fouls und blauen Flecken. Oder wir machen ganz viele Regeln und jedes Foul wird rigoros bestraft. Statt Fouls gibt es Schwalben und wer die besten Schwalben macht, gewinnt das Spiel. Ich möchte zwei Dinge klarstellen. Erstens, was einem besser gefällt, ist Geschmackssache. Zweitens sind beide Varianten fair, weil für alle die gleichen Regeln gelten. Wenn wir es auf das richtige Leben übertragen, ist Rugby die freie Marktwirtschaft und Fußball ist soziale Marktwirtschaft, ist Planwirtschaft und alles, was dazwischen liegt. Die Schwalbe ist ein Fall von Sozialmissbrauch. Natürlich gibt es beim Fußball auch echte Fouls, die zu Recht abgepfiffen werden. Aber jede Regel zur Vermeidung von Fouls ist auch eine Regel, die zu einer Schwalbe einlädt. Jetzt möchte ich gerne den Bogen zum Anfang meiner Rede schlagen. Ich habe euch gefragt, ob ihr einer Rugby-Mannschaft Fußballtraining geben würdet. Und ich vermute, ihr würdet es nicht tun. Ich muss euch also nicht mehr beweisen, dass der Sozialstaat eine schlechte Idee ist. Ich muss euch nur noch beweisen, dass jedes Sozialsystem sich selbst zerstört. Dann würdet ihr einsehen, dass es nicht gut war, dass man euch motiviert hat, gute Schwalben zu lernen, sondern dass es besser gewesen wäre, man hätte euch beigebracht, Foul zu überstehen. Es stehen zwei Schiedsrichter auf dem Feld. Der eine zählt die Tore und der andere pfeift, wenn jemand foult. Man weiß, dass derjenige, der Fouls bestraft, todkrank ist. Das hat auch Sarrazin erkannt und darum geht es in seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Aber Sarrazins Vorschlag ist nicht, dass man das Training ändert. Sarrazin schlägt vor, dass man den Tod des Schiedsrichters durch lebensverlängernde Maßnahmen hinauszögert. Ich fordere eine Umstellung des Trainings. Schluss mit dem Sozialstaat. Seid ehrlich zu den Bürgern und erzählt uns nicht, die Rente sei sicher. Wir wissen, dass das eine Lüge ist. Und ich werde in weiteren Videos beweisen, dass jedes Sozialsystem auf Dauer nicht existieren kann. Und wer das behauptet, dass das Sozialsystem trotzdem existieren kann auf Dauer,